Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Rebel Galaxy Outlaw auf der Nintendo Switch. Endlich ist es raus auf der Switch, jetzt schauen wir mal, wie es sich denn so spült normal. Wie die Performance so ist, schauen wir mal. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig groß. Es waren, glaube ich, etwas über 11 GB zum Downloaden. Ich bin gespannt. Das Intro macht schon mal Lust auf mehr. Jumno, I wasn't sure I'd ever hear from you again after your transition to domesticity. Domestic life is on hold for a while. My husband is... Brace is dead, and I'm in the shit. His passing wasn't accidental. No, it wasn't. I tracked the guy who did it here to Lubbock, but the upshot is that I'm a little rusty these days. I'm stuck on this rock until I can scrape together the cash for another ride. You know I don't like to ask for a handout, and I know it's been a long time, but... Say no more, Juno. I used to have a small waste transport operation in Texas. In-system ships. No jump drives. There might be one or two still in storage. Right now, I'll take anything I can get, as long as my mother's not involved. Aha! There's an old Pathfinder stealing mothballs on Lubbock. A platypus? Well, I did just say I'd take anything. What'll I owe ya? There's a package I'm anxious to have delivered. If you could see your way clear to bringing it to me in Nevada, we could consider ourselves square.
I can do that. So, this package, do I need to watch my back? I like to keep a low profile, but there's no entanglement with the law. You'll need to pick up the package on Nacogdoches. Do I have a contact? Richter Brust. I'm gonna lose my lead on my target. You think you could ask around for me? His name is Ruth, but I guess he also goes by Ruthless. Big guy, lots of rings strung around his neck, dresses pretty fancy. I'll see what I can do. I'll let you know what I found when you show up in Nevada. Thanks, Orzu. See you soon. God, this thing didn't just haul trash, it is trash. Better get to it. Und somit haben wir unser erstes Raumschiff. So, schauen wir mal, was wir hier machen können. Ausrüstungsladen bringt uns in dem Fall jetzt eher noch nichts. Wir haben 4000 Credits. Da kaufen wir jetzt mal noch nichts. Schiffshändler natürlich auch nicht. So, wir sind auf Port Lubbock. Schauen wir mal die Missionsbörse an. Hohes Risiko, Angriff, durchschnittliches Risiko, durchschnittlich. Hier haben wir was mit niedrigem Risiko. 6 Einheiten Stahl müssen zu ihrem Ziel Nacogdoches Mining in diesem System. Hitchcock Sigar hält die Route für sicher. Nachdem wir hier sowieso hin müssen, das wäre doch was. Mission annehmen. Wir haben jetzt Stahl bekommen. Hier im Logbuch sehen wir das auch. Lokale Lieferung, Nacogdoches Mining. Und hier nämlich auch ein kleiner Gefallen. Das ist unsere Hauptquest. Landefeld. Und wir... Geht's quasi ohne Umschweife. Gelbe Missionswegpunkte lassen sich per Autopilot erreichen. Halte A. Ein kleiner Gefallen. Autopilot gesperrt, Feinde in der Nähe. Moment. Halte ZL, wenn ein Ziel aufgeschaltet oder auf dem Bildschirm ist, um Autoverfolgung zu aktivieren. Solange du die Taste gedrückt hältst, folgst du automatisch dem Ziel und dein Tempo wird angepasst. Schauen wir mal. Wir haben... Ups. Hier drüben ist er. Schießen wir einfach mal drauf. Okay, der ist noch relativ weit weg. 6K... Weit können wir nicht schießen, glaube ich. Oh. Ups. Hier ist er. Jawohl. I think that's the last of them. Das ist, Judge Patrol here. We are initiating a contraband scan. Do not deviate from your flight path. Contraband scan complete. Move along. Okay, danke. So, ich
will jetzt nur wissen. Oh, das war. Okay. Das war nix. Schauen wir kurz. Waffe auffeuern. Fließminusekunde. A ist beschleunigen und B ist verlangsamen. Okay, hier ganz rechts sehen wir Set und MPS. Da können wir die Geschwindigkeit festlegen. So, wir müssen auf jeden Fall mal hier hin. Und jetzt können wir den Autopilot benutzen. Destination reached. So, kurz ein wenig abbremsen. Docking request received. Automatic landing sequence initiated. Okay, da kann ich mit Full Speed reinfliegen. 50 Credits Undock-Gebühren abgebucht. Objective complete. Cargo removed. So, wir haben die Mission abgeschlossen. Stahl ist entfernt worden und wir haben 1430 Credits erhalten. Leicht verdientes Geld, würde ich sagen. Hier können wir im Ausrüstungsladen unsere Geschosse nachfüllen. Kostet 45 Credits, werden wir machen. Den Gefechtslaser haben wir installiert. Schaden pro Sekunde 40. Das wäre richtig. 4200 Credits. Weniger Tempo, ordentliche Reichweite mit 4800 Meter. Nachladezeit auch ein bisschen weniger. Das wäre aber trotzdem was. Den könnten wir eintauschen. Und das ist alles schon viel zu teuer. Aber wir könnten hier was dazu machen. Und zwar... Komm, den machen wir jetzt. So, jetzt haben wir hier auf Befestigungspunkt A, Befestigungspunkt B eine Waffe. Vielleicht ein besserer Schildgenerator. Ja, kostet ordentlich Kohle. Andere Komponenten, Generator. Ein Basisgenerator zur Unterstützung des Reaktorkerns. Er kostet natürlich alles. Okay. Alles viel zu teuer. Bar besuchen. Es ist blau, also ist hier laut auf jeden Fall. Hier ist Richter. Richter. Mit dem wir sprechen müssen. Richter? Ein Freund von mir hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Du Juno? Orzu told me you'd be coming around. Truth be told, I thought he'd be sending someone with more, recent experience. So much for my reputation preceding me. Well, here's the thing. That package, I don't exactly have it with me. Are you shitting me with this? See, the thing is, the package is a little bigger than a bread box, and it's on a Brust Arms convoy that you're gonna have to liberate it from. This package delivery suddenly turned into a hijacking job? Orzu gave me a damn garbage truck. I'm not sure this works out as an equitable arrangement. Don't hang this on me. Now, if we do it right, won't even have to be any hijacking, because as a member of the Brust family, I can access the repeater codes that track the shipment. Hang on. If these are Brust codes, then we're stealing something from your own family business? This doesn't make any sense. It's not stealing if it's my business. My brother and I just have a difference of opinion about this, and I want to avoid a nasty argument.
Xander likes to lord it over me that he was born first and la-dee-da, he's the CEO. But we both know that when it comes to getting things done, it's old Richter who pulls the sled. I can already tell this is a terrible idea. But I got my own problems that need solving, so let's just get it over with. What do we have to do? First order of business is to get those codes. I thought you just said you had them. I said I could access them. They change on a fixed schedule every second solar day. So what we gotta do is head to the signal repeater and get them from the source. Right. Little man, I know a bullshitter when I meet him, and this whole planet of yours stinks. But Orzu did me a solid, so we're gonna do it. If it goes bad, though, you know whose ass I'm gonna kick. Calm down, you'll see. It's gonna be smooth sailing. Mhm, das glaube ich auch. Wird bestimmt alles ganz toll funktionieren. Wir gehen mal kurz zum einarmigen Banditen. 20 Credits Einsatz. Come on. Okay. Da haben wir schon ein bisschen was. Würfeln können wir auch. Would you be interested in a little game to pass the time? Ja, machen wir 360 Credits. Warum denn nicht? Ready to play? So, diese beiden habe ich jetzt gehalten, glaube ich. Nö. Yes. Nur diese beiden. Ach, Würfel zum erneuten Werfen. Auswählen. Nö, ich will eigentlich. Ja, der hat schon zwei Paare. Der hat ja schon gewonnen. Ich kann nur hier diese beiden auswählen. Die brauche ich aber. Das ist doof. Ja, und er hat ein Full House. Don't fret now. I've plenty of time to let you try to win your credits back. Nö, jetzt nicht. Well, several kandishi, as they say. Wealth is wasted on the cautious. Es gibt auch weitere Zeitvertreibe. 8-Ball, also eine Billard. Sogar eine ganze Billard-Simulation auf die schauen wir mal. Wir müssen jetzt zu Austin. Hier könnten wir, also müssten wir nur ein paar Einheiten Stahl wieder abliefern. Hier ein Minenfeld stört den Handel im Texas-System. Vertrag des Mine beseitigen und die Handelsrouten wieder frei machen. Ja, das könnten wir machen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt zwei diese beiden hier. Haben wir sonst noch was hier? Da benötigen wir einen Traktorstrahl. Da haben wir natürlich zu wenig Kohle, glaube ich, für einen Traktorstrahl. Mal schauen. Komponenten Traktorstrahl. 7500 Credits. Das geht sich nicht aus. Was mir gut gefällt, hier sind die Ladezeiten relativ gering. Ich meine, hier wird er schon im Hintergrund laden, aber das geht recht fix, muss ich sagen. Hier müssen wir hin. Autopilot.
pilot is engaged by distress signal. Nö, das nehmen wir jetzt nicht mit. Wir sind einfach zu schlecht ausgerüstet. Wähle im Befehlsmenü X die Option Scan, um Ziele zu finden, die nicht in Sichtweite sind. Gebiet scannen. Craft entering the area. Richter, there's an awful lot of firepower around this thing. Well, it is a Brust Arms outfit. I mean, weapons kind of are our thing. And okay. These aren't gonna spin up and start tearing the shit out of us when we get within 1,000 meters? No, no, the software key will keep it from reading as a hack. It should be just fine. I'm uploading the key now. This'll only take a minute. Ich bin falsch geflogen. Craft inbound. Richter, that thing you said wouldn't happen is happening. I'm getting lit up out here. Why the hell aren't they shooting at you? Shit. Xander must have had him update the defensive software. That asshole. Your ship isn't on the white list. Hang on, I can fix this. Damn, I can't shut down the turrets. Just dodge. Dodge them. Easy for you to say. Let's mix it up. Ah, who the hell are these guys? Mercs. Just contractors. Xander keeps them on the payroll as muscle. Look, I've almost got the codes. Keep them distracted. Hurry up, damn it! Waffe abfahren. Ziel aufschalten. Ist L. Laserturm. All right, I got him. Let's get the hell out of here. We should split up. I'll meet you back at Nacogdoches. Fantastic. Aft shields down. Mission complete. Aft hull breached. Aft shields down. Aha, das ist der Nachbrenner. Shields down. Systems heavily damaged. Aft shields down. Systems critical. Systems critical. Okay. I'm just a soul that's lost. So war das nicht geplant. Had the crossroads of wrong and right. Aber kein Problem. Das können wir besser. Also wie gesagt, ich finde den Port bis jetzt richtig gelungen. Es ist die anfängliche Ladezeit ist ja etwas länger. Aber ja. So, jetzt fliegen wir nicht zur Primärmission, sondern zur anderen. Zuerst. Destination reached. Destination reached. Und wir müssen hier. Nö, wir müssen nicht hier hin. Da waren wir schon richtig. Hier müssen wir abgeben. Clearance granted. You are now entering an automatic landing zone.
complete. Cargo removed. Okay, Fracht entfernt, Fracht entfernt. Credits haben wir bekommen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier was Nettes haben für die Region. Austin, hier zum Beispiel. Wir bitten Unterstützung bei der Vernichtung von Piraten nahe Austin. Wobei... Nö, ich glaube, wir fliegen einfach los. Ich glaube, das würde... Wir machen jetzt mal die Primärmission nochmal. Oder zumindest versuchen wir es. Disengaged by distress signal. So. Das Notsignal ignorieren wir wieder. Destination reached. Craft inbound. Entering the area. Richter, there's an awful lot of firepower around this thing. Well, it is a Brust Arms outfit. I mean, weapons kind of are our thing. And these aren't gonna spin up and start tearing the shit out of us when we get within 1,000 meters? No, no, the software key will keep it from reading as a hack. It should be just fine. I'm uploading the key now. This'll only take a minute. Richter, that thing you said wouldn't happen is happening. I'm getting lit up out here. Why the hell aren't they shooting at you? Shit. Xander must have had him update the defensive software. That asshole. Your ship isn't on the white list. Hang on, I can fix this. Damn, I can't shut down the turrets. Just dodge. Dodge them. Easy for you to say. Hostile craft inbound. Who the hell are these guys? Mercs. Just contractors. Xander keeps them on the payroll as muscle. Look, I've almost got the codes. Keep them distracted. Ja, wir geben unser Bestes, würde ich sagen. Auch wenn es nicht viel ist, aber es ist unser Bestes. Get the hell out of here. We should split up. I'll meet you back at Nacogdoches. So, wir brauchen jetzt die Richtung. Fantastic. Mission complete. So, hier. Und weg. So schnell es geht. Puh. Diesmal haben wir es besser gemacht. Autopilot disengaged by distress signal. This is Subspace 76.2. The Stinger. Destination reached. Puh. Trotzdem wieder knappe Sache. Dodge Sector Traffic Control, your request is granted. Please proceed to the designated bay. Thank you.
So, dann schauen wir mal, was er jetzt so spricht. Unser guter Richter. Richter. You remember what I said was gonna happen if things went bad? Now hang on. We gotta agree on a definition of bad here. We got the codes, didn't we? I mean, in my book, that's a long way from bad. Until I'm clear of this mess, I think I'm gonna reserve judgment. That's what I like to hear. Reason. The hard part is over. With these codes, that transfer is gonna be easy. There's no slack in the rope. Now, for stage two, you're gonna need a tractor system. I mean, I saw what you're flying. Is that gonna be a problem? I haven't had time to get one installed yet. Damn it. All right, I'll be back. I'll be around. Don't take too long, though. Okay, jetzt müssen wir uns einen Traktorstrahl besorgen. Entschuldigung. Ja. Und wie gesagt, der Traktorstrahl kostet 7500. Richtig? Richtig. Und das heißt, wir müssen jetzt erstmal Missionen machen. Oder handeln oder was auch immer, aber wir brauchen Kohle. Oh, das hier. Eine Routinepatrouille. 3720. Ich glaube, das werde ich jetzt mal versuchen. Das hört sich zumindest ganz nett an. Das versuchen wir jetzt noch kurz. Granted. Nö. You are now entering an mag ich doch gar nicht. Das waren jetzt 50 Credits wieder. Für nix. You can hear him. Toll. We are fellowship with the most. Looks all clear. So. Is our creed lokale Patrouille. So great that it drowns out the voice of the Lord? Join us in brotherhood. Destination. All right, here we go. Overturn the tables of the moneylenders. Be one with justice. Oh man, this is bad. I, Father Beauregard, invite you into the fold. Roasted him. God, he's waiting. I'm getting ripped to bits! Somebody help! Come on, man. Mit Rakete. It could have gone a lot better. Was haben wir hier drin? Autsch. Also ich glaube, hier sind wir vorerst mal fertig. Pilot disengaged by distress signal. Nö. Signal brauchen wir jetzt nicht. Okay. Erste Regengürtel.
das ist jetzt eigentlich erkundet. Und das war... Come on, Juno. Nicht... Autopilot gesperrt. Müssen wir... Naja, hier müssen wir hin. Ich verwechsle immer X mit Y. Freund entdeckt. So viele Freunde, das ist gut. Bergbauschiffe. You hear of any good leads? You let me know. Auf zum nächsten Punkt. Destination reached. Das wäre noch so ein Punkt. Destination reached. Oh, und hier sieht's richtig übel aus. Mit 4800 können wir schießen. Das erste sind die Mini. Ich sollte zuerst mich auf die beweglichen Ziele konzentrieren. Shit. I think that's the last of them. Mission abgeschlossen, das ist gut. Das heißt, wir bekommen richtig Kohle. Disengaged by distress signal. Destination reached. Können wir auch mit dem Nachbrenner reindüsen jetzt. Dodge Sector Traffic Control, zack, da können wir auch überspringen. Sehr, sehr cool. Also, alles in allem gefällt mir das äußerst gut. Jetzt schauen wir noch ganz kurz zur Poolhalle, also nicht Poolhalle, also im Sinne von Schwimmen, sondern Billard. Pretty quiet around here. Wanna play? If you win, I've got a sweet piece of kit I'm willing to part with. Okay, ja, machen wir. Warum denn nicht? So, Gegner ist im Zug. So, schauen wir mal, ob wir überhaupt zum Zug kommen. Wir haben auf jeden Fall die vollen. Haha. Oh, das liegt. Die Kugel liegt nicht toll. So, mit R kannst du das Kö zurückbewegen, um die Stoßstärke zu bestimmen. Mit ZR machst du deinen Stoß. Du kannst auch einfach R nach vorne schnellen lassen, um einen Stoß auszuführen. Das machen wir nicht.
So, ein bisschen. Oh, kann ich das. Moment, präzises Zielen ist ZL. Ich sehe hier nichts. So. Dann machen wir mal mit 50%. Okay. Yes, got it. Da liegt die Kugel nicht besonders. Ja. Ganz, ganz knapp. Liegt aber schon mal ganz gut. Ja. Da wäre die hier am besten, glaube ich. Hey, nice. Dann werden wir mal die Grüne hier versuchen. Sehr schön. Leider liegt die weiße Kugel jetzt etwas doof für die hier. Da geht nix. Aber wenn wir schon dabei sind, wir versuchen jetzt einen Kunststoß. Nö, doch nicht. Also, beziehungsweise versucht haben wir es, aber es blieb beim Versuch. Ja, und jetzt können wir, die bleibt hier liegen, aber jetzt versuchen wir, ihm das ein wenig zu finden. Nö, das geht nicht. Aber die hier geht. Die hier sollte kein Problem sein. Die ist uns jetzt noch egal. Wir fahren jetzt mal. Oh! Ha! Genauso wollte ich den. So, das heißt, jetzt können wir uns die weiße Kugel setzen, wohin wir wollen, oder? Sieht nicht so aus. Oh ja, Kugel platzieren. Ah! Leave that dial where it's at, Grenz. Randall Vance. Aber nicht so weit. Oh, schade. This is the stinger. Schade, schade. Howdy, folks. Bucky the Buckshot's Armadillo. Okay, wir müssen versuchen, die Schwarze zu versenken. Oh. Ah. But the real secret is the seasoning. People say to me, don't you find it a little disturbing to advocate the ingestion of your own species? The answer is, when it's this delicious. So, das wird er jetzt aber nicht schaffen. Okay, die wird er aber jetzt nicht schaffen. Ah ja. Das war auf jeden Fall ein Foul. Oh, oh, Moment. Wir können hier den Spin sogar einstellen, wo wir die Kugel treffen. Ja, das war... Und jetzt haben wir verloren. Wir haben nicht verloren. Wir haben gewonnen. Thank you, very well. Und zwar eine Leuchtspurkanone. Herrlich. You were just lucky. Oh yeah, this will come in handy. Thanks.
Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, what are we playing for? Ando Soval. Greetings. Perhaps. Sure, that sounds wonderful. What have you got?